Die werden extra angeschnallt. Das können sie. Die einzigen, die ja laufen müssen, sind ja im Prinzip ja nur Molly ohne Zahn und würde die Wölfe, einfach die. Raptoren. Nein, die müssen ja auch nicht laufen. Die könnte man tragen, aber die würde ich einfach als Geleitschutz mitnehmen. Ach so, ja. Dass die Raptoren sozusagen oh, unterwegs sind. Die armen Lumpis. Oh, Lumpi. Ein Jaguar namens Lumpi. Windturbine Blueprint. Ja, Peter, da bist du aber auch selber schuld, dass du dir da kein Flugtier geschnappt hast, ne? Das ist ja auch mutig. Ohne Flugtier einen Umzug zu machen. Ist das eine Fata Morgana oder ist das ein Fluss in... Nee, das ist... Sieht nur, ist nur eine komische Luftspiegelung. Das ist die Hitze, die ist dir schon zu Kopf gestiegen. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Fiber gesammelt. Ja, ist ja nicht so, dass wir... Also wir haben ja auch schon ein paar Jaguars verloren. 3 Stück, glaube ich. Ja. Boah, nee, 2. Ja, 2. Also ich habe einen verloren, ja, weil ich gestorben bin. Ja, und einer ist gestorben. Und einer ist leider bei der Geburt vor, oder nach der Geburt verhungert. Ja. Der wollte nicht fressen. Leider, leider. So, ja, also wie gesagt, Raptoren und Freya wird dann als Geleitschutz mit dem für die Dödis. Und nein, auch Pikachu wird nicht sterben dürfen. Hallo? Nein, also. Hallo? Hier darf gar kein Jaboa draufgehen. Bitte? Die Kleinen sind viel zu süß. Oh, Fiber. Fiber. So, schön was gesammelt. Lustigerweise stackt das Fiber auf 200. Hm. Ja, ist aber schon ewig so. Ja, naja, ich meinte jetzt halt, dass das andere aber auf 99 stackt. So war das gemeint. Nicht anders. So, Structures, Metal... Na, Krümel, hast den Ausflug auch unbeschadet überstanden. Ein bisschen Schock gehabt, ne? Oh. Ein bisschen Panik. Er ist ganz verstört. Guck dir's an. Ja. Oh, oh, juckt das Köpfchen. Oh, oh, oh. Nö. So, das wird vor allem spannend werden, den ganzen Mist darüber zu transportieren. Ja, das wird's sicherlich. Das Zelt nehme ich mal mit, würde ich sagen. Die Spikes nehme ich auch schon mit. Jo. Ich würde tatsächlich mal rüberfliegen und schon ein bisschen was absperren. Mach mal. Mach mal, mach mal. Was war noch? Achso, siehst du, Moment, wir können vielleicht gleich mal noch 2, 3 Schränke bauen, dass hier schon mal was hinbauen kann, irgendwie. Ich klaue mir mal kurz hier ein bisschen Fleisch. Aus Sky. Ich habe immer nichts zu essen mit. Ja, Peter, du glaubst aber auch nur, dass es ein Vorteil ist, dass wir zu zweit sind. Also eigentlich ist es ein Handicap. Ich habe meine lila Peitsche in der Hand. Also, oder zumindest in der Tasche. Egal, hast du noch Fiber? Ich habe gerade das ganze Fiber in die Smithy gepackt. Und recht jo, viel verbraten. Ne, passt schon. Für den Schrank Spikes. Reicht's. Okay, das ist Wood doch Storage. Das ist doch super. Ach, Bookshelf. Moment, 3 Schränke. Ja, dann bauen wir 3 Schränke. Ich gehe mal weiter Fiber sammeln. Wir brauchen echt eine Tonne davon. Aber hier den Außenposten, also das ist ja dann jetzt ein Außenposten, ne? Aber lassen wir den dann stehen erstmal? Hier wenn den? Wenn wir umgezogen sind, ja? Nö, den können wir dann wegmachen, brauchen wir dann nicht. Na gut. Die Jaboas, naja, jeder nimmt einen auf die Schulter und dann wird halt hin und her geflogen. Man kriegt ja immer 2 auf einmal weg. Und dann werden die dort halt abgesetzt. Dann bauen wir da so eine kleine Hütte. Und dann kommen die da rein. Das ist die Jaboa-Hütte. Ja. Dann brauche ich gar nichts extra bauen. Das ist natürlich ganz Jaboa cool. Jaboa the Hood. Jaboa the Hood. Oh Mann, ey. Jaboa the Hood ist aber natürlich auch schon, ne? Also, ja. Schon oh ein gewagter Wortwitz. Also manchmal wird es ganz schön flach. Ja, das ist mit den Steinen ist schon ein bisschen problematisch. Wie gesagt, rein theoretisch ist es ja nicht so weit. Ja. Und praktisch gesehen werden wir sehen, was passiert. Also ich sag's mal so, mit Verlusten ist zu rechnen, aber wenn, dann gehe ich tatsächlich davon aus, dass entweder ohne Zahn oder Molly nicht überleben. Weil hier Dorina, Knutschkugel, ja, die wird ja wahrscheinlich eher nicht sterben, weil die rollt sich dann einfach zusammen. Ja, genau. Und die anderen Viecher können sich alle wehren. Was, ein Sammelcontainer bauen? Sammelcontainer? So. Und dann? Was für ein Sammelcontainer? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Achso, hast du denn jetzt gerade noch...
Nee, Spikes hast du nicht mehr gebaut, ne? Ich habe jetzt. Na, Smithy, aber es waren nicht viele. Es waren nur drei, ne? Ja, kann sein, weil irgendwas fehlte schon wieder. So, 127%. Ist natürlich ein bisschen schade, dass Sky jetzt im Prinzip nur auf Speed geskillt wird, aber ist halt so, ne? Ja. So. Pass mal auf, ich flieg schon mal los und steck mal drüben so ein bisschen Bereich ab. Mhm. Betten sind drin, eine Foundation ist drin, die könnte ein bisschen knapp werden, aber zumindest für zwei Betten reicht's auf jeden Fall. Jaboa Fett. Ein Sammelcontainer für die Jaboas. Da quasi alle reinwerfen und los geht's. Ja, die kriegen eine eigene Hütte. Die kriegen eine eigene Hütte, auf jeden Fall. Dann können sie dann da bleiben. Paraterraterium-Plattform, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wa? Para. Also ich kürzere Rente schon lernen, bin aber noch keine 65, oder? Nee, 64 bin ich. Also auf jeden Fall. Aber ich bin 65, soll ich mal gucken? Naja, wenn ich sie lernen kann, kannst du sie auch lernen. Achso. Das ist auch ein Ring. Dann schnell. Schnell. Bin auf dem Weg. Schneller. Auf dem Weg. Ab 45. Naja, dann läuft das ja schon lange. Das schwarze Paracetamol-Tierchen bleibt einfach eine Ewigkeit stehen, das holen wir uns dann irgendwann. Ja. Welches Level hatte das? 80. Ja, das ist in Ordnung. Ist okay für den Anfang. Ja, ich meine, ne? Ist ja auch nur ein Transport hier. Ach, gib mir noch mehr Fiber. Fiber ohne Ende. Und ich fliege in den Sonnenuntergang. Ja. Wunderschön. Außer, dass man nichts sieht. Ja, Peter, hinterher ist man immer schlauer, ne? So eine kleine Hütte auf dem Paraterraterium-Sattel, beziehungsweise Sattelplattform für Jaboas und daneben ist um vieles leichter. Da hättest du nicht mit Verlusten kämpfen müssen. Wobei wir auch keins haben, also wie gesagt, drei Tiere können ja nicht mit dem Argentavis transportiert werden von denen, die wir haben. Ah. Von daher. Die müssen halt laufen. Müssen die halt laufen. Aber so ist es. Oh, ich dachte gerade, da kommt irgendwas angesprungen, aber es war der fliegende Fiberbusch. Ja, wir machen das einfach so, dass dann einer irgendwie vorne weg rennt mit Freya und den Raptoren und dem Schlepptau und den Weg freiräumt, sozusagen. Und dir auch einen schönen Abend, Rico Tee. Oh, meine Sichel ist kaputt. Oh nein. Die gute, wertvolle Sichel. Schnell zurück. Ja, ohne Kibbel ist das so eine Sache. Das wird eine Weile dauern, glaube ich. Aber macht nichts. Man gönnt sich ja so. Ich sehe überhaupt nichts, ey, Alter. Ist neblig oder die Sonne? Guck dir mal die Sonne an hier. Eine Menge Sonne. Ach Moment, ich wollte ja zum roten Obelisken. Bin völlig falsch geflogen. So. Fiber ist drin. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Also Jaboas werden wir wohl nicht züchten, denn die haben halt alle nur Level 1 und es macht einfach keinen Sinn, die zu züchten. Ja, das muss man auch nicht. Raptoren, keine Ahnung, mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal eher, wenn dann in Richtung Wölfe oder was weiß ich, oder vielleicht mal irgendwas Vernünftiges. Was Größeres, ja. Weil die Raptoren, die sind nicht schlecht für den Anfang, aber das Problem ist, die sind halt auch nicht so kampfstark. Ja. So, ich baue jetzt echt hier noch einige Spikes, ne? Ja, ja, wir brauchen reichlich. Ist jetzt das Metall alle. Also ich gehe nochmal gleich sammeln. Ja, das Problem ist, eigentlich weiß ich ja, wo der Obelisk ist. Ich bin nur gerade davon ausgegangen, dass ich zu den anderen Wasserquellen will, aber da wollte ich ja nicht hin. So. Metall. Metall. Molly, wie viel Wasser hast du noch? Geht noch. Morellas züchten? Also ich muss sagen, ich würde die gerne mal züchten, wenn sie mehr Wasser transportieren könnten in höheren Level. Aber das können sie ja einfach nicht. Das ist schade und man kann es auch leider nicht skillen. Oh, hier müssen wir natürlich aufpassen, dass er hier oben nicht, dass so nichts in die Base hüpft. Ach scheiße, ich wollte ja, naja, egal. Ich wollte eigentlich die Sichel reparieren. Natürlich wieder losgerannt. Ohne reparierte Sichel. Egal. Ich schaffe jetzt wirklich noch ein bisschen Metall ran. So. Hallo Fisch. Noch ein Fisch. Oh, da vorne haben wir schon mal einen Raptor am Start, der jagt gerade den Gallimimus. Und Hallöchen, Dosche.
Willkommen zum Samstagstream. Übrigens für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, momentan läuft bei uns auf dem Kanal auch Pony Island. Ich habe das mal angefangen. Kevin hatte das ja vorgeschlagen. Oder auch Devius, wer ihn unter anderem Namen nicht kennt. Ich finde es ja sehr unterhaltsam. Die ersten drei Folgen sind draußen. Und ein zweites Let's Play habe ich heute auch noch angefangen. Da werde ich aber noch nicht verraten, welches das ist. Das wird aber auch in den nächsten Tagen dann starten bei uns auf dem Kanal. Ich musste ja die Zeit nutzen, wo Mario nicht so viel reden konnte oder sollte. Ja. Dann konnte ich halt quasi die Aufnahmezeiten, die wir sonst hatten, in eigene Projekte stecken. Kurze Frage. Wo soll ich denn den ersten Bereich abstecken für ein Häuschen? Weil das Problem ist, von hier oben können uns Tiere reinfallen, also irgendwie Raptoren und so ein Gedöns. Na, dann lieber nicht dort, ne? Wenn ich hier unten baue. Ja, dann halt so weit oben wie möglich und dann bauen wir später eine Strickleiter. Und dann können wir auch nach unten. Hauptsache so der Bereich, wo unsere Tiere sind und wir, der ist irgendwo, wo nichts rauffallen kann. Ja, oder man baut halt oben auch Spikes hin, das würde ja auch gehen. Da ist eine mega Höhle in der Nähe, meinte die gerade. Eine Mega-Höhle? Na, eine Mega-Höhle werden wir uns mal megamäßig cool angucken, aber aktuell noch nicht. Und megamäßig drin sterben. Megamäßig drin sterben, auf jeden Fall werden wir da sterben. Ja, das Pachertierchen nervt hier gerade so ein bisschen. Wir gucken mal kurz. Ist hier ein bisschen sehr ungünstig zum Abstecken. Ich mache das jetzt einfach hier unten und wir bauen einfach oben Spikes hin. Wir können ja da noch ein bisschen was hinpflanzen sozusagen. So. Ja, und wer sich Pony Island mal anschauen möchte, den Hinweis habe ich schon in den Folgen gegeben, die jetzt aber noch nicht draußen sind. In Episode 1, ich weiß nur nicht an welcher Stelle, aber gehe ich ja innerhalb der Option zum sogenannten Codespeicher und dort findet man Steam Keys. Die sind auch zu sehen im Video. Das ist auch von den Entwicklern gewollt, dass man sich da einen Steam Key schnappen kann und das Spiel auch tatsächlich kostenfrei erhält. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, ich muss hier weg, weil hier ist gerade ein Raptor. Wenn ihr euch das Spiel selber mal anschauen wollt, ja, selber mal zocken wollt, dann schaut einfach mal Episode 1 und gerne auch die anderen Folgen, ja. Das wäre natürlich auch sehr schön. Aber in Folge 1 findet ihr dann halt auch Keys. Müsst ihr natürlich gucken, ich weiß nicht, wer sich da jetzt schon einen gegrabt hat, aber es sind ja mehrere. Ist eine echt lustige Sache. So, ich muss hier mal echt weg, weil da war ein Raptor. Der hat zwar mit dem Dödi Spaß, aber irgendwann ist der Dödi auch wahrscheinlich weg. Kurz den Stein weghauen. Bin ich schon wieder voll in die falsche Richtung gelaufen? Klar, jawohl. Aber ich finde tatsächlich, das Spiel ist schon unterhaltsam. Man darf auch nicht vergessen, das wurde innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden programmiert. Da ist, oh Gott, da ist wieder irgendwas von oben geflogen. Oh! Mantis. Mantis bei uns? Ernsthaft jetzt? Da ist ein Mantis von oben runtergefallen. Ungefähr Level. Ich kann es dir noch nicht sagen. Warte mal, ich muss mal eine sichere Stelle suchen. Oh, krass. Moment. Wo ist denn das Vieh? Alter, also jetzt, ja, vielleicht überlebt es auch nicht, weil da hängt gerade Morella dran oder zwei. Mantis, Level 36. Krass. Ja, ist ein Nachteil, wenn von oben in die Base Viecher reinfallen können. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass es bei uns in der Nähe ein Mantis. Woran scheitert es denn gerade? So. Krass. Das ist ja echt interessant. Also es ist nicht direkt bei uns neben der Base, aber wenn man halt nach links rausgeht, einfach ein Stück weiterläuft, dann da im Wasser. Nein, keine rote Schrift. Ich bin extra weggerannt. Und wenn, dann wäre ich auch nur alleine unterwegs, ne? Das macht ja auch nichts. Es ist ja nur in die Nähe der Base gefallen. Es ist ja nicht direkt reingefallen. Wobei wir letztens natürlich auch Spaß hatten, da ist ein Raptor drin gelandet. In der Base. Ja, das war auch spannend. So, ich muss unbedingt hier so ein bisschen Zeug weghauen, weil irgendwie kann ich hier nichts bauen. Komisch, komisch. Kann man nicht zu nahe am Obelisken bauen? Das ist natürlich eine gute Frage. Das wäre natürlich schade, weil dann ist der Platz ja völlig für den Eimer. Ja, das wäre dann wirklich blöd. Wir können uns freuen, dass noch nicht so viel da steht. Das ist zu nah dran. Ja,
Er muss ein bisschen weiter weg. Zu dicht an der Höhle. Wo ist denn die Höhle? Ich meine, wir können ja trotzdem auch hier oben bauen, ist ja nicht das Problem. Oder hier vorne. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Dass wir hier vorne hinbauen, ist ja, glaube ich, auch okay. Ja, ist auch okay. Dann ist die Gefahr zumindest noch geringer, dass irgendwas von oben reinfällt. Ja, Problem ist natürlich eine ganze Sache. Ja. Was denn? Dass ich nicht genug Spikes habe, um alles abzudecken, weil das ist hier doch schon deutlich größer. Und Hallöchen, Quadcore. Klar kennen wir dich noch. Willkommen nach deiner etwas längeren Abwesenheit. Schön, dass du ja da bist. Structures. Ach, Metall. Wir haben so einen Metallmangel. Und jetzt fällt mir gerade ein, du wolltest ja, dass ich das andere Fernglas baue. Jo, 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 jo. Kann ich noch machen. Super, ein Spike. Ist ja irre. So, Binoglass, wo ist es denn? Oben gab es eine Quelle. Wo ist denn oben? Dann baue ich ja gar nicht das Binoglass, ne? Sondern gleich das Omnicular. Das Omnicular. Woodhide Fiber Crystal. Woodhide. Wo ist denn oben? Gibt es eine Quelle? Also wo ist denn oben? Fiber. Ich brauche Holz. Holz. So, da ist das gute Holz. Oh, ich glaube, wir haben gar nicht genug Kristalle für zwei. Kann das sein? Nee, da sind noch welche. Gute Frage. Weiß ich nicht, wir haben eigentlich genug gesammelt. Nee, ansonsten hätte ich auf dem Rückweg noch welche mitgebracht. Alles super. Ich habe zwei Gläser. Eins für dich liegt in der Smithy. Wo ist denn hier eine Quelle, Peter? Meinst du, ja, irgendwo oben ist eine Quelle oder meinst du hier vorne irgendwo? Das ist ja ein geiles Fernglas. Das ist ja krass. Ach so, da ist gar keiner. Alter. Gab's vorher auch schon. Na, aber so, nee, also das Binoglass, also ich habe das Omnicular ja nie benutzt, ne? Ich habe immer das Binoglass gehabt. Und das Binoglass hat ja an der Seite schwarze Balken gehabt. Und das Omnicular, das hat halt keine Balken. Das ist halt richtig gut. Jo. Oh, cool. Dödikurus Level 100 rennt da unten rum. Ich glaube, der hat den Raptor vernascht. So. Okay, dann müssen wir etwas umdisponieren. Das ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil das ist ein bisschen. Keine Ahnung, wir bauen einfach hier drüben. So. Ich wollte meine Sichel jetzt mal hier. Wobei, ich kann auch einfach die neue nehmen. Da liegt noch irgendwo. Da ist er. Im Tal gibt es keine Quelle. Ja, Peter hatte sich nur verguckt, weil irgendwie meinte er gerade, da ist eine Quelle, aber. War keine. Hat da schon verguckt. So, in die andere Richtung will ich nicht wieder zurück. Da war ein böser Raptor. Ach, hätte sich ja noch ein Stein drunter oder was? Stein in Stein. Ja. So muss das sein. Verdammt, wo war denn eigentlich die Stelle mit dem Metall? Wir hatten doch an irgendeiner Stelle so viel Metall in der Nähe. Jein, also so richtig viel Metall gab es bei uns in der Nähe nicht. Ich renne doch nochmal in die andere Richtung. Wenn der Raptor kommt, dann Beine in die Hand. Es war eine Fata Morgana. So. Erstmal alles so ein bisschen sichern hier. Jo. Die müssen ja nicht gleich von allen Seiten kommen, die Viecher, wenn hier irgendwas ist, ne? Da ist kein Metall mehr. Ach, Mann. Metall. Was waren das noch für Zeiten, wo man einfach mal schön einen Berg anfliegen konnte und Metall abfarmen konnte? Jep. So. Da oben ist ein Agentabel, so unten ein Raptor. Was ist denn da los?
Freunde. Macht ihr da? Die haben Spaß. Ja. Level 60. Agatha ist ja gleich Geschichte. Der Raptor ist auch gleich Geschichte. Und Kano Level 120. Oh! Ein 120er Kano. Ach, krass. Oha. Die rennen so viele Paracetamol-Tierchen rum. Ja, merk ihn dir einfach. Aber wir wollen umziehen. Wir wollen jetzt keinen Kano zähmen hier. Wir wollen jetzt umziehen. Ja, dann hätten wir gleich Schutz hier. Wir wollen umziehen. Nochmal. Naja. Mal gleich einen Türsteher. Ich bin noch nicht mal ansatzweise in der Nähe, dann musst du das alleine da machen. Ich habe ja keine Chance, jetzt so schnell hinzukommen. Wir haben ja nur ein Flugtier. Ich wäre aber dafür, dass wir uns eigentlich darum kümmern, wenn wir halt schon neu uns platziert haben da. Na, die rennt da gerade rum, ist doch kein Problem. Hast du Narkosepfeile mit? Hast du überhaupt irgendwas mit? Ich habe gar nichts mit. Ich habe den nur gerade gesehen. So, Metall. Kein Metall. Da ist Metall. Ich muss hier so ein bisschen was wegmachen, weil das ist im Weg. Eine Modded-Seam. Ja, das hat ja so super funktioniert bisher. Die Versuche, die wir da unternommen haben. Na, wir haben noch nicht versucht, eine Motte zu zählen. Wir haben nur versucht, sie zu fangen mit einer ja, Bola. Ja, und dann hätte man ja mal drüber nachdenken können. Naja, aber wir haben sie ja nicht mal bolern können. Von daher. Das Problem, ich habe so ein bisschen Angst, weil das Paratierchen die ganze Zeit rumturnt und es hat irgendwas am Schlepptau. Was Garstiges? Es hat Spaß mit dem Geier. Mantis ist noch da. Oh, ich hoffe, du siehst mich Level. Nicht. Warte, warte. Bleib da. Scheiße, es hat mich gesehen. Wieso hat denn dieses Vieh mich? Ich kann es dir nicht die sagen. Die haben eine Mega-Akku-Range. Alter, ist das krank. Ist das krank. Oh, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Ich will mich noch nicht umdrehen. Ich kann noch nicht. Ich warte auf die rote Schrift. Oh, mein Gott. Wo ist denn dieses blöde Vieh hin? Oh, es hängt am Morella. Level 36. Es ist tatsächlich noch der, die das Mantis von vorhin. Eine Kindheitsgeschichte, Nick. Puh, da fällt mir spontan aber gerade gar keine ein. Das kommt einfach manchmal zwischendurch. Wenn mir eine einfällt, dann werde ich sie erzählen. Spontan fällt mir da aber echt nichts ein. So, ich muss immer ein bisschen gucken, dass hier nichts angesprungen kommt. Das ist immer ein bisschen kritisch an der Stelle. So. Jetzt musst du futtern schnappen. So. Warum ist denn hier so viel Gemüse im Weg, sag mal? Ja, ich weiß nicht. Das ist halt der Gemüsegarten. So, Kaktus. So, hier vorne ist jetzt natürlich nicht sicher, ist klar. Ich wollte jetzt hier das Unkraut wegrupfen. Und Hallöchen, Ravebase. Wir haben vorhin nochmal überlegt, wie dein richtiger Name war. War das jetzt Steve, Steven oder Steffen? Das ist manchmal so schwierig. Oder, ja, doch. Einer von denen war es doch, oder? Das ist so, das ist wie mit Leo und Leon. Das ist so nah beieinander, da überlegt man dann immer wieder. Achso, nee, Metall. Wer baut denn hier so viel Gemüse an, sag mal? Was ist das für ein Unkraut hier mit Blüten und so? Welch mir den Mist. Haben wir irgendwas Spark Powder? Ich glaube nicht. Ist das dann echt hier für welches herstellen. Ach Gott, Motte erschreckt mich doch nicht so, ey. Die gibt schon echt komische Geräusche von sich. Anstatt Hand aufs Herz, Hand auf den Herd. Bei Hand aufs Herz, da müssen Mario und ich immer wieder an unseren einen Dozenten denken aus unserem Wirtschaftsinformatikstudium damals. Harry, wir haben ihn immer Harry genannt. Er hieß nicht Harry, oder hieß er doch Harry? Ich glaube, Harry war der Spitzname, den er bekommen hat. Auf seiner Webseite stand irgendwas mit Harry, aber der hieß nicht so. Ja, der hieß nicht Harry. Auf jeden Fall, Harry hat immer gesagt, Hand aufs Herz. Das war irgendwie so bescheuert, weil Harry damit seine Unfähigkeit immer so ein bisschen, naja, vertuschen wollte. Der war richtig unfähig. Der war wirklich, also das glaubt man nicht, wieso jemand dann halt auch den Weg in
so einen Studiengang schafft als Dozent. Da, das ist halt so das Krasse. Ich meine, das Schlimme ist, wir hatten, was hatten wir, Webtechnologie? Webtechnologie, ja. Webtechnologie hatten wir bei ihm und also das ist schon schlimm, wenn die Studenten dem Dozenten erklären müssen, wie was funktioniert. Ja. Also wirklich, das, was er unterrichtet hat, der hatte keine Ahnung von nichts und also Webtechnologien selber klingen sie erstmal hochtrabend, zumindest der erste Teil war nicht so anstrengend, da ging es um wirklich so generell so ganze Technologie im Internet, wie es funktioniert und überhaupt auch mal so ein bisschen Webseitendesign, generell auch ein bisschen was bauen selber und da hat man halt bestimmte Sachen programmiert für die Webseite oder sonstiges und er hat nicht verstanden, was man da programmiert hat. Obwohl das 1A funktioniert hat, das hat, wie gesagt, da gab es Leute bei, die konnten das halt einfach und der hat dann, da musste man dem Dozenten erklären, was, wie das funktioniert. Tja. Und dann denke ich mir auch so, wie wird sowas Dozent? Schon spannend. Und später hat er doch noch irgendwie einen Posten gekriegt, wo wir auch dachten, wie hat er dann das gemacht? Ja, der ist noch irgendwie, ach, warte mal, in dem IT-Bereich da hinten, oh, warte mal, bei den Laboren, bei den IT-Laboren, da hat er noch irgendeinen Posten bekommen. Wo wir auch dachten, ernsthaft jetzt? Naja, aber Harry, nennen wir ihn einfach Harry, hat halt zu gerne gesagt, ja, mal Hand aufs Herz, hätten sie es gewusst. Ne, ja. So dieses, ne, wo man denkt, jeder hätte Hand das gewusst, Herz. Außer Harry. Ja. Oh, ich würde denken, Alter, also der Typ. Wer nichts wird, wird Dozent. Das ist manchmal tatsächlich so. Ich möchte nur an unseren Programmieren 1 Professor erinnern. Herr S., ich kann ja jetzt keinen Namen hier voll sagen. Herr S. Also Herr S. war auf jeden Fall für uns Programmieren 1 Professor. Wir haben allerdings Programmieren 1 ein zweites Mal belegt. Beim ersten Mal wollten wir nicht antreten. Wir haben gesagt, okay, wir belegen den Kurs einfach im nächsten Semester nochmal. Dann irgendwie halt ein bisschen besser vorbereitet. Und dann war da Herr S. So, und Herr S. hatte uns dann ganz offen erzählt im Studium, ja, er hatte sich hier für Wirtschaftsinformatik beworben, denn es wurden Dozenten gesucht und er hat sich gewünscht, dass er nicht in der Programmierung landet. Nicht in der Programmierung und nicht bei den Datenbanken. Und wofür wurde er eingeteilt für Programmierung? Da hat er selber gesagt, dass er das überhaupt nicht toll fand und er hat das auch so reingeschrieben, dass er ja, wenn er sich was aussuchen kann, nicht dort drin landen möchte. Das Schönste war, sein Sohn hat nebenher auch das gleiche studiert wie wir, nur an einer anderen Hochschule. Und er hat dann halt die Folien von seinem Sohn erstellen lassen. Das ist auch so ein Ding. Der hat das alles offen erzählt. Dann reden wir aber nicht von dem gleichen. Also ja, ich weiß, wen du meinst. Schwengel. Ich weiß, wen du meinst. Aber das war ja nicht der erste. Nein, der erste war ja Herr B. Aber ich habe ja gesagt, da sind wir ja nochmal angetreten. Ja. Wir haben ja bei Herr B die Prüfung nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall. Aber Herr Schwengel nenne ich ihn jetzt mal als Spitznamen. Ja. es passt halt zu seinem richtigen Namen. Naja, jedenfalls Herr Schwengel dann halt, wie gesagt, keine eigenen Folien, sondern von seinem Sohn erstellen lassen, hat uns dann gesagt, ja, ich fange mit Ihnen jetzt zusammen an und wir lernen jetzt zusammen eine neue Programmiersprache, denn ich habe diese vorher auch noch nicht gelernt. Das ist toll. Da denkst du dir auch so, richtig gut, du möchtest Alter, hier irgendwie was für dein Leben lernen. Ich wollte dir zwei Betten draufstellen, was ist das denn? Passt nicht. Das ist ein Riesenbett. Ein großes, vielleicht passen wir da beide rein. Ja, war auf jeden Fall echt herrlich. Ich teile mein Bett doch nicht mit dir, hallo, komm da hin. Bitte? Auch mit Ananas, jawohl. Fand ich super. Das war auf jeden Fall wirklich krass. Also der ist auch nur ein Semester geblieben. Das Schlimme ist ja, der hatte persönlich auch ein Problem. Der hat ein starkes Alkoholproblem gehabt. Das hat man nicht übersehen können und auch nicht überriechen können. Und sicherlich ist das halt auch mit so einem Grund, weshalb das alles so lief, wie es lief. Aber also das war echt eine Vollkatastrophe. Das Hunger. Ging halt Ananas gar nicht. Ananas Doppelbett. Ja, ist doch cool. Aber immer noch mit Besucherritze. Naja, muss man durch. Es schläft ja keiner in der Mitte. Nee, das stimmt. Jeder auf seiner Seite. Ja, aber das Schlimme ist, der konnte sich ja nicht mal gut verkaufen, auch wenn er nichts drauf hat. Sondern das Problem war, die Hochschule hat halt einfach Not an Dozenten gehabt und haben sich dann auch gesagt, ja, okay, wir stellen jetzt halt mal hier schnell wen ein, weil wir brauchen wen, sonst fehlt der Dozent für den Studiengang. Und dann haben sie sich da so einen ins Boot geholt. Wie gesagt, der war nur ein halbes Jahr da, der war vollkommen überfordert. Der hatte auch sowas Ähnliches an Problemen wie Harry. Man konnte ihm was erzählen und er hat es nicht verstanden. Und das war halt wirklich schlimm. Naja, war auf jeden Fall. Schön, Rico T., du hast auch einen Prof mit Spitznamen Schwengel. Ja, vor allem, schön. Also Programmieren war ja generell bei unserem Studienfach so ein Aussieb Total. Fach, ne? Also
das erste Semester, was wir da hatten, Programmieren 1, das war halt ja eine Quote, sag ich mal, von 90, na, über 90%, die durchgefallen sind bei der Prüfung, weil der einfach so krass drauf war, der Dozent. Der hat halt nicht verstanden, damals, ja. Weil der hat halt nicht verstanden, dass man halt nicht reine Informatik studiert, sondern Wirtschaftsinformatik. Das ist halt vom Anforderungsprofil her ganz anders. Und der hat da extrem viel Wert auf Programmierung gelegt, das was überhaupt nicht so extremer Bestandteil des Studienfachs ist sozusagen. Und der hat damit halt extrem ausgesiebt. Also wie gesagt, von den Leuten, die angetreten sind, sind über 90% durchgefallen. Ja, das war halt wirklich krass. Also der war später dann, da waren wir aber schon nicht mehr an der Uni oder wir waren durch mit unseren Programmierenkursen, ist der auch rübergegangen zur angewandten Informatik. Das ist halt was ganz anderes, ne? Ja. Da fängst du halt wirklich an, dann Software zu programmieren oder was auch immer zu programmieren. Aber als Wirtschaftsinformatiker, ja, du musst die Programmierengrundlagen verstehen, vielleicht sogar zwei Programmiersprachen, du musst aber nicht irgendwelche Anwendungen komplett selber entwickeln, sondern du bildest halt die Schnittstelle zwischen der IT und einfach dem Wirtschaftszweig, ne, oder der Geschäftsführung halt, damit man einfach gemeinsam Lösungen finden kann. Ja, irgendwie halt, wenn man zum Beispiel auch irgendwelche großen Systeme neu in Firmen reinbringen möchte. Da fällt mir gerade auf, durch den Server-Neustart, beziehungsweise gab es jetzt irgendwie Änderungen am Konfigurationsprofil, machen die Spikes wieder keinen Schaden an Tieren. Ja, toll. Doch. Aber es wurde nie angezeigt. Echt? Ach nee, der Raptor hat's getötet, deswegen. Oh, auch gut. Naja. Ja, also ist jetzt alles andere als sicher hier, muss ich sagen. Naja, war auf jeden Fall trotzdem eine unterhaltsame Studienzeit. Ich fand das Studium echt cool. Ja, doch, das war, es wir war cool. Auch, wir hatten auch echt Dozenten, die waren echt Bombe. Der Großteil war völlig in Ordnung. Ja, aber es Peter, gab halt auch mach dir einen schönen Abend, dann guckst du den Rest später an. Wird halt im Laufe der Woche dann als Folgen rauskommen. Für alle, die den Stream jetzt schon sehen, das hier erscheint dann nochmal als Folgen, allerdings dann auch mit einem Teil meiner Ansicht, ne? Die habt ihr jetzt ja nicht. Ja. Aber es sind einfach so viele Leute mal nicht beim Stream dabei, die aber die Folgen schauen, aus den verschiedensten Gründen. Oder wenn ich zum Beispiel an dies denke.